Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Life is Fuel Forest Village. Mein Name ist nach wie vor Silex und McKenna hat eine Wunde am Bein. Oh je. Leute können auch übrigens krank werden, aber das hat erst damit nichts zu tun. Das ist mir einfach nur aufgefallen. Und die wohnen mit 4 Jahren schon alleine zu Hause. Nicht schlecht. Unser Dorf wächst und gedeiht. Wir haben mehr als genug Fisch. Ich glaube, die Jagdhütte ist auch eigentlich schon wieder ziemlich obsolet momentan. Deswegen lasse ich mal den Jäger sein. Und der soll hier mal helfen, das ganze Zeug mit einzusammeln. Gibt es da überhaupt noch eine Aufgabe? Ja, gibt es noch. Sehr gut. Die Frage ist halt auch eh... Also im Prinzip... Ne? Wie ist jetzt unser weiteres Vorgehen? Also, was machen wir jetzt so als nächstes? Ich glaube, ganz sinnvoll wäre es vielleicht, wenn wir wirklich langsam diesen Holzhackplatz hier unten errichten. Den würde ich ganz gerne da so irgendwie hinstellen. Da so. Und dafür weisen wir mal einen Bauarbeiter zu. Einer sollte reichen. Weil wir haben jetzt ja auch mittlerweile wieder mehr Erwachsene, das heißt mehr Leute, die anpacken können und arbeiten können. Wir leben vom Fisch. Und das ist auch gut so. Wir haben sehr viel Fisch. Die Frage ist, wie lange das noch so bleibt. Deswegen reiße ich die Jagdhütte auch nicht ab, sondern lasse sie einfach nur unbesetzt. Und gucke einfach mal, was da so passiert. Und jetzt ist auch schon wieder Schnee oder Winter. Ist aber auch alles nicht so schlimm. Weil wir sind ja vorbereitet quasi. Da stand erwartet ein Baby. Sehr gut. Mit 6 Jahren kriegt man hier schon Kinder. Naja, die sind ein bisschen frühreif, die Leute hier, aber was soll's. Es soll mein Schaden nicht sein. Sagen wir es so. Wenn wir dann genug Ressourcen zusammen haben, wäre es halt wirklich eine Überlegung, hier die Häuser abzureißen und nach da neue, modernere Wohnhäuser hinzusetzen. Oder aber vielleicht... Was können wir denn hier so bauen? Nee. Was ist das? Karawanenstall. Zwischen dem Lager und den zu beliefernden Städten festlegen. Okay. Nee. Ein Wochenmarkt vielleicht. Irgendwie. Ah, das gucken wir uns alles mal irgendwie später im Laufe der Zeit so ein bisschen an, ne? Oh, Bauarbeiter. Holzhacker. Das Schöne ist, der kann jetzt auch kontinuierlich Holz hacken, weil wir haben genug Leute dafür. Und das Feuerholz geht ja echt weg wie nix, ne? Shit. Gut, Nahrung haben wir aber noch. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, bevor ich die abreiße, baue ich erstmal so neue Häuser. Das geht da ganz gut. Und in diesem Sinne weise ich auch wieder einen Bauarbeiter zu. Der sich der Sache annimmt. Also, man sieht auf jeden Fall, das Spiel läuft deutlich schöner, macht deutlich mehr Spaß mit mehr Leuten. Aber es war ein Versuch wert und ich musste es einfach mal ausprobieren. Und wir können ja auch so eine Sammlerhütten machen, die sammeln dann so Wurzeln und Beeren. Und Tierwirtschaft. Ich weiß nicht genau, was uns diese Teichwirtschaft bringen soll. Weil im Prinzip macht die Anglerhütte ja auch Fische. Allerdings werden die hier gezüchtet. Das wäre vielleicht so eine Sache für später mal zum Ausprobieren. Und wir können die auch mitten ins Wasser setzen und müssen dann halt eine Brücke bauen. Das probieren wir allerdings alles später mal aus. Genau wie ein Hühnerstall und so Späßchen. Das sind alles so Sachen für später mal. Jetzt gerade ist erstmal wichtig, dass wir grundlegend über die Runden kommen. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und solange wir das ganz gut hinkriegen, gibt es keinen großen Bedarf zum Ausbauen. Und ich sehe gerade, die normalen Arbeiter bringen auch die Ressourcen dahin. Die bauen halt nur nicht. Aber die bringen die Ressourcen dahin. Und das finde ich auch schon mal sehr, sehr cool. Muss ich sagen. Da packen alle mit an, um das neue Wohnhaus fertigzustellen quasi. Ich würde auch eigentlich gerne die Scheune und so irgendwie mal anders positionieren, weil die stehen so dämlich hintereinander. Ich würde eigentlich die Scheune gerne dahin machen. Geht das vielleicht? Scheune.
Das ginge sogar tatsächlich, aber da haben wir nicht genug Materialien für momentan. Aber ich glaube, ich gebe das mal in Auftrag. Weil da stört die mich massiv, die Scheune. Ne? Sieht halt echt scheiße aus. So. So. Ja. Also ich würde sagen, jetzt gerade läuft auf jeden Fall erstmal. Das der Baum, den wir gepflanzt haben. Gibt es noch irgendwo Leute, die jetzt ein Kind erwarten? Nee. Schade. Aber wir haben 12 Leute. Ach, das da oben ist die Bewohneranzahl. Ach, guck mal. So, 12 Leute haben wir. Insgesamt. Wenn die alle erwachsen sind, dann haben wir ganz schön viele Arbeitskräfte. Ganz schön viele Arbeitskräfte haben wir dann. Ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir jetzt mal langsam noch einen zusätzlichen Fischer vielleicht einstellen. Ich glaube, dann kriegen wir noch mehr. Nee, das ist drin angeln. Scheint ein von Frauen sehr beliebter Beruf zu sein hier. Sind zumindest alles 3 Frauen. Ich glaube, das sind auch irgendwie alles Geschwister, aber die sehen irgendwie alle gleich aus. Tja, mysteriös. Gibt's hier hinten? Ah, das ist die Baustelle, genau. Oh, das Haus wird gebaut. Very good. So, wir haben schon ziemlich viel Stein und so. Deswegen brechen wir das vielleicht mal ab hier. Diese ganze Ressourcensammelaktion. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Heu. Wir sagen mal hier, sammelt mal Heu. So in der umliegenden Gegend. Liebe freie Arbeitskräfte. Wir brauchen hier nämlich Heu für. Holz brauchen wir auch, aber das kart ja unser Förster quasi ran, so nach und nach. Wie sieht es feuerholztechnisch aus? Nicht gut. Ich glaube, wir stellen hier auch mal noch den zweiten ein. Jetzt gerade, momentan. Und wir brauchen jetzt gerade auch nicht 3 Fischer. Jetzt kommt wieder ein dritter Fischer dazu später, aber jetzt gerade brauchen wir erstmal keinen. Weil wir haben gerade viel wichtigere Angelegenheiten, nämlich... Ah, das Haus ist fertig, sehr gut. Da wird wieder ein Baby erwartet. Fantastico. Nämlich diese Angelegenheit hier unten, die ist gerade viel wichtiger. Wir haben auch einen Bauarbeiter, der sich darum theoretisch zu kümmern hat. Dem fehlt aber noch ein bisschen Heu. Aber das kriegen wir ja wohl ran. Entweder einer ist gestorben oder ist älter geworden oder so. Ah, da sind jetzt 2 auf jeden Fall am Holzhacken. Wir haben jetzt zwar Frühlingsbeginn, aber wir produzieren mal noch ein bisschen auch vor für den nächsten Winter. Und wenn dieses hier fertig ist, wird dieses erstmal abgerissen. Und dann stellen wir auch mal noch neue Förster ein. Und ein neues Kind wurde scheinbar geboren, weil wir sind jetzt 13 Leute. So ist jetzt erstmal der Plan. Da haben wir nämlich die beiden Lagerhäuser nebeneinander und haben hier ein bisschen mehr Platz, um zum Beispiel einen Wochenmarkt zu bauen später. Das würde ich mir gerne vorbehalten erstmal, weil ich dahin baue. Auf jeden Fall haben wir dann diesen Platz da und ich finde den da sehr attraktiv vor diesen beiden Lagerhäusern. Weil alles, was da ist, kann sich letztlich schnell Sachen holen. Das ist ja ein ziemlicher Vorteil. Weil wir gerade so wenig Holz haben, würde ich gleich sogar, wenn das hier dann erst abgerissen ist, eigentlich gerne alles so an... Oh scheiße, die müssen, das dauert auf jeden Fall lange, weil die müssen jetzt erst diese 1000 Fische da rumtragen, die da in diesen Eimern sind. Ah, das wird dauern. Aber alle helfen dabei. Wie mir scheint. Und in der Zwischenzeit trinke ich mal einen Schluck. Weil man glaubt ja gar nicht, was man von dem ganzen Reden hier für ein Pappmaul bekommt. Ne? Das ist ganz schlimm. Man bekommt Durst und alles und ach Gott, viel. Oh je, Brennholz wird benötigt. Leute sterben übrigens an Erfrierungen und das ziemlich zügig. Und ich stelle jetzt mal noch einen zweiten Förster ein. Weil die können wir absolut gebrauchen. So.
Hier sind auch noch 28 Brennholz drin, aber die stehen halt nicht zur Verfügung, solange die nicht da im anderen Lager aus sind. Das wird noch ein bisschen dauern und ich hoffe, ja, es wird wärmer. Ich glaube, die beschweren sich einfach nur, dass sie nichts haben und weniger, also nicht, weil denen unbedingt furchtbar kalt ist. Die erwartet ein Baby, sehr gut. Sondern primär, glaube ich, einfach, weil die halt nichts haben und die gerne was hätten. Ich glaube, das ist so deren Hauptproblem. Also nicht mal, dass die sagen, oh, es ist so kalt, wir erfrieren hier. Sondern halt wirklich mehr so dieses, aus Prinzip, wir haben nichts, wir hätten aber gerne was. Schieße. Gott, da hilft ja wirklich jeder mit. Zumindest rennen da viele Leute rein. Das sind wahrscheinlich auch viele Leute, die ihre Erzeugnisse wegbringen und so, aber... Ich räume hier auch mal ein bisschen innerhalb des Dorfes auf. Weil im Prinzip kann man ja die Materialien ja auch verwenden, die im Dorf rumstehen. Trägt zum Lager. Gut, das funktioniert auf jeden Fall hier. Hier oben wird auch schön geförstert. Ja, 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 bestimmt. Es wird schön geförstert. Ein Professor von mir heißt Förster. Ich muss jedes Mal, wenn ich sage, es wird geförstert, irgendwie an Förster denken. Das ist irgendwie nicht schön. Ich möchte das eigentlich nicht. In meiner Freizeit an Professor Förster denken. Tja. Diese Feldwege sind auch noch so eine Sache. Die werden nämlich einfach gebaut. Die kosten keine Ressourcen oder so. Die werden einfach gebaut. Aber das mache ich jetzt gerade erstmal noch nicht. Das mache ich später. Und auf kurz oder lang wäre es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn wir irgendwie ein Feld bauen würden. Ein kleines Feldchen. Ein Feldelein. So, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so eilig. Einer reicht jetzt gerade erstmal. Aber der arbeitet jetzt das ganze Jahr durch. Das heißt, wir haben jetzt einen festangestellten hauptamtlichen Holzhacker, der im Prinzip das ganze Jahr und durchgehend durcharbeitet hier und am Holz hackt. Damit wir auf jeden Fall nächsten Winter vorbereitet sind. Das wäre jetzt mal ganz schön, wenn wir hier fertig werden. Wir haben hier noch das ganze Brot. Ja, dann haben wir das fertig. Gut, dann wird hier ein bisschen abgebaut. Wie ist die Lage mit Kindern? Da wird ein Kind erwartet. Da nicht, da nicht und da nicht, da auch nicht. Da wohnen auch irgendwie fast nur Männer. Kein Wunder, dass da kein Kind erwartet wird, wie auch. Gut. Delicious. Es läuft, ne? Es läuft, es läuft. Automatisches Speichern. Das läuft auch. Und schaut euch doch mal an, wie schön dieses Spiel ist. Die Leute arbeiten und wuseln und überall laufen irgendwelche Leute rum und sorgen dafür, dass es in unserer kleinen Kolonie hier läuft. Und da wird geangelt schön. Am Meer sind wir hier. Ja, ach, das ist einfach schön, dieses Spiel. Es ist einfach schön. Ich habe mich ein bisschen in dieses Spiel verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe nach wie vor die schlechten Bewertungen auf Steam nicht. Aber die sind nun mal da und das ist halt so. So. Das ist jetzt fertig. Das wird auch so langsam fertig hier. Sehr gut. Dann können wir auch im Prinzip gleich einen Bauarbeiter abberufen. Dass der ein normaler Arbeiter wird und einfach ein bisschen hilft. Bei den alltäglichen Aufgaben. Nee, fertig ist. Schwupp. So. Jetzt haben wir im Prinzip drei Arbeiter. Die jetzt hier ein bisschen halt Holz fällen und... halt alles so machen, was ansteht. Und hier vorne mehr Platz. Das gefällt mir so schon deutlich besser. Deutlich. Wunderbärchen. Ja, Nahrung wird langsam ein bisschen eng. Vielleicht sollten wir auch mal wieder Jäger einstellen. Ich stelle mir direkt zwei Jäger ein, damit wir ein bisschen produzieren wieder an Nahrung. Es ist ja nicht so wichtig, dass hier alles abgebaut wird, aber wichtig ist, dass wir Nahrung haben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Gut, jetzt regnet es ein bisschen und wie gesagt, es sieht einfach nur geil aus, oder? Es sieht doch einfach nur geil aus. Schön. Dann kommt der Förster, glaube ich, an. Was auf jeden Fall Sinn machen würde, wäre, wenn wir irgendwie eine Straße zum Förster bauen, aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwie eine Straße hochbauen können überhaupt. Also ob das...
möglich ist, ist es. Okay. Dann wäre es ja wirklich eine Überlegung wert, weil ich glaube, auf den Straßen, ja, können die Leute ein bisschen schneller drauf laufen. Wäre es doch eigentlich eine Überlegung, wenn wir sagen, wir bauen hier mal irgendwie einen Feldweg. Wir haben einen Bauarbeiter. So, wo genau ist jetzt die Försterhütte und so? Da oben, ne? Ja. So, dann wäre es ja eine Überlegung, wenn wir sagen, wir bauen hier jetzt Straßen. Oder halt so Wege. Bis nach da unten. Schwupp. Schwupp. Ist das jetzt der schnellste Weg? Ich glaube ja. So, wir lassen da jetzt mal eine Straße entstehen. Ich glaube, die muss ja erst noch wirklich gebaut werden. Weiß ich gar nicht, muss sie noch gebaut werden? Ja, da sind sie am Machen. Das dauert ein bisschen, bis dieser ganze Weg fertig ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns das dann an, wie das aussieht, in der nächsten Folge von Life is Feudal Forest Village. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, wie ihr das fandet. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt auch gerne einen Daumen nach unten. Ich finde das absolut wichtig, dass das beides gesagt wird und auch getan wird. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß auf YouTube und bei unseren anderen, bei meinem anderen Programm hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.